Unser erster Gast in unserem Speakers Corner ist natürlich der Trainer Helmut de Raaf. Und die erste Frage ist natürlich die, wie er denn zufrieden war mit dem Monat September zu Saisonbeginn also. Sicherlich, wir wollten am Anfang punkten, haben das erreicht, gerade auswärts. Leider ist ein Spiel gegen Düsseldorf, das ist uns nicht gelungen, aber sonst bin ich eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Man sagt ja immer, der Helmut de Raaf, der lässt dieses Torpedo-Eishockey-System spielen, das ja auch sehr attraktiv ist, hat man auch gesehen. Mit der Umsetzung dieses Systems, bist du da ähnlich zufrieden? Ja, wir haben einige Veränderungen vorgenommen in der Vorbereitung, um das anzupassen, weil für die Spieler es auch ein Lernprozess ist. Und wir versuchen das Schritt für Schritt noch weiter zu entwickeln. Aber mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben, im offensiven Bereich sind wir eigentlich ganz zufrieden. Im defensiven, ja, da haben wir sicherlich noch Nachholbedarf. Wenn man dann fragt, man natürlich als Journalist nach, wo besteht der Nachholbedarf? Ja, wir haben im defensiven Bereich natürlich überhaupt kein Problem mit unserem Torwart. Der ist natürlich in allen Spielen eigentlich gehört zu den besten Leuten unserer Mannschaft. Wir haben dieses Problem noch, dass wir zu langsam zurückkommen, dass unser dritter Mann, das heißt der erste Stürmer ist es dann, zu lange wartet und wir deshalb Probleme haben beim Backchecking, dass wir etwas zu spät sind und dass wir die Positionen verlieren und dem Gegner eigentlich zu viele Chancen geben in jedem Spiel. Helmut, du hast gesprochen von Umstellungsproblemen. Das betrifft natürlich vor allen Dingen die Spieler, die aus Nordamerika kamen. Denn da gibt es ja nun zum einen andere Systeme und zum anderen wird natürlich noch mit zwei Linien abseits gespielt. Wie bist du mit denen zufrieden? Ja, auch. Man sieht, die Deutschen tun sich natürlich etwas leichter. Man sieht es auch im Erfolg, also Tore, Vorlagen und so weiter. Sind eigentlich die deutschen Spieler, haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Für jemanden, der das noch nie gespielt hat, der das noch nie gesehen hat, auch ist es natürlich immer etwas schwieriger. Wie gesagt, das sind ja die anderen Umstände, die Regeln und und. Es kommt vieles zusammen, wo man sich auch noch darauf konzentrieren muss, als jemand, der das erste Mal in Europa spielt. Aber die Entwicklung geht auch positiv vorhin. Wir entwickeln uns von Spiel zu Spiel und da sind wir auch sehr zufrieden. Für mich überraschend kam vom Saulus zum Paulus die Mannschaft, wenn man so will. In der Vorbereitung ist halt doch einiges passiert, was besser nicht passiert wäre. Jetzt hat man sich völlig gewandelt. Auch da ist eine Besserung, eine große Besserung vonstatten gegangen. Ja, wir haben das natürlich auch in der Vorbereitung als Trainer etwas laufen lassen, um einfach zu sehen, jetzt kommt der Punkt Meisterschaft und wir haben es eigentlich dann die Woche vor der Meisterschaft extrem angezogen und die Mannschaft hat es eigentlich auch verstanden und dementsprechend umgesetzt. Bis jetzt sind wir da auf dem richtigen Weg. Wenn man den September betrachtet, mit den Heimspielen, mit den Auswärtsspielen, sicherlich der Erfolg in Berlin war vielleicht der Erfolg, der am höchsten zu bewerten ist. Ja, wir haben die meisten Tore geschossen. Die beste Mannschaft, auf die wir getroffen sind, war sicherlich Ingolstadt, wo wir sehr glücklich also mit den Punkten rausgekommen sind. Berlin war halt eigentlich, es passte alles, wir haben unsere Chancen genutzt und dann ist eigentlich vielleicht auch ein oder das andere Tor zu hoch ausgefallen. Das Gegenbeispiel war das Düsseldorf-Heimspiel, als man, ich weiß nicht wie viele Chancen hatte, Hochkaräter dazu und am Ende verliert man so ein Spiel eigentlich völlig unnötig. Das ist richtig, wir haben also gegen Düsseldorf sicher das Spiel dominiert, wir haben viele Chancen gehabt und leider sind wir da ohne Punkt rausgegangen.